Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute zu unserem Format Sinn des Lebens. Vor allen Dingen die Eltern unter Ihnen, die ihre Kinder in der Schule haben und vielleicht den ein oder anderen Moment mal hatten, wo sie dachten, oh Gott, mein Kind kommt total frustriert und demotiviert nach Hause und hat überhaupt gar kein Selbstbewusstsein mehr. Was passiert da nur? Das sind alles Prozesse, die in dem Kind ausgelöst werden können. Aber es gibt natürlich auch das Gegenteil. Es gibt natürlich auch viel Lob und Anerkennung, die wiederum die Kinder stärken. Und was das aus neurowissenschaftlicher Sicht mit unserem Hirn und mit unserem Unterbewusstsein macht, dafür habe ich heute einen ganz tollen Experten bei mir. Hallo Joshua. Hallo Corinna. Ja, Joshua, du bist Neurowissenschaftler und hast dich sehr stark mit diesen ganzen Funktionen, Glaubensmustern, Prägungen beschäftigt, vor allen Dingen auch in der Schule. Hattest ja auch selber deine Erfahrungen mit dem Bildungssystem. Und ja, wie kamst du dazu, dich da mit dem Thema zu befassen? Also zum einen natürlich dadurch, dass ich ja selbst mal Schüler war, ne, und für mich das Ganze eigentlich eher negativ besetzt war, das Thema Schule. Ne. Zum anderen dann meine Erfahrungen im Bereich Sprachen. Ich habe ja mit dem NEOS ein System entwickelt, mit dem man sehr schnell, sehr effizient Sprachen lernen kann, gehirngerecht lernen kann. Und da hatte ich dann einen völlig anderen Erfahrungswert. Ne. Und darüber ist mir eigentlich klar geworden, dass bei dem Bildungssystem schon große Haken sind. Man muss allerdings schon auch fairerweise sagen, wenn wir jetzt Deutschland, Österreich, Schweiz sind, wir haben immer noch eines der besten Bildungssysteme ja weltweit. Mhm. Also das möchte ich vorwegschieben, ne? Damit das jetzt hier, also das ist keine Anmaßung von meiner Seite, dass ich da was verurteile, sondern ich möchte eigentlich nur ein bisschen aufzeigen, vielleicht für Eltern, wo die Defizite auch liegen und wie sie vielleicht entspannter mit ihren Kindern dann umgehen können, weil sie einfach verstehen, wo sind die Haken in unseren Bildungssystemen. Wo sind für dich die größten Haken? Also der größte Haken ist tatsächlich, dass wir eine Vielzahl von Individuen haben, die dieses System durchlaufen. Oder andersrum, diese Individuen werden nicht individuell behandelt. Ne? Mhm. Es gibt ein schönes Bild von Tigi Küstenmacher, das nehme ich eigentlich immer, wenn ich Vorträge halte. Ich habe über 3 Jahre ehrenamtlich Vorträge an Schulen gehalten, habe dann aber frustriert das Ganze wieder beendet, muss ich dazu sagen. Ja. Vor den Eltern? Oder? Vor Eltern und auch Schülern. Mhm. Ne? Das waren immer 2 Vorträge pro Tag, weil ich da was zurückgeben wollte von meinem Wissen, von meinem Erfolg. Ne? Und ich habe aber gemerkt, dass ich das so nicht durchdringen kann, das System. Also das war sehr spannend für mich. Aber dieses Bild von Küstenmacher, das bringt es eigentlich auf den Punkt, da ist ein Lehrer und hinter dem Lehrer steht ein Baum, ja? Und dann sitzt da ein Affe, ein Elefant, ein Vogel, eine Schlange und ein Eichhörnchen. Ja. Und der Lehrer sagt so, die Aufgabe ist, klettere auf diesen Baum. Ja? Der Affe bekommt eine 1, der Elefant kriegt eine glatte 6, weil er überhaupt keine Chance hat, hinzukommen. Ja? Und das zeigt es eigentlich sehr schön. Ja. Wir haben heute Schüler, die zum Beispiel sehr kreativ sind, die eine ganz andere Wahrnehmung haben, dann als ADS, ADHS abgestuft werden. Dabei haben die so eine Kreativität und so ein Weitwinkelobjektiv, dass die eben für diese Art von Unterricht gar nicht geeignet sind. Ne? Mhm. Darauf wird aber dann keine Rücksicht genommen. Ja? Und das sind so die, meiner Meinung nach, die größten Haken in dem ganzen System. Mhm. Ja. Jetzt hast du natürlich so ein tolles System entwickelt, um Sprachen zu lernen. Da sind bestimmt viele Eltern schon sehr dankbar, weil die Sprachen, wie jetzt auch zum Beispiel Französisch, Englisch, Latein, diese Vokabeln pauken. Also wenn es da wirklich dieses System gibt, auch für Schüler, dann ist es natürlich ein absoluter Traum. Weil erzähl mal ein paar Fakten, also wirklich, was wir uns an Zeit sparen, wie es in der Umsetzung geht für die Eltern, die jetzt zuschauen, denen man da so ein Hilfswerk mitgeben möchte. Genau. Also wir fahren eigentlich mit 2 Gleisen. Also die eine Möglichkeit ist, dass man den NEOS einsetzt mit dem Unterrichtsmaterial aus der Schule. Das wird sogar teilweise jetzt schon in vereinzelten Schulen gemacht. Das heißt, die Schüler haben Englischunterricht über 1 Jahr. Mhm. Und der Inhalt, den die aktiv lernen in der Schule, der wird dann über den NEOS einfach abgespielt, während die im normalen Unterricht sitzen oder zu Hause bei den Hausaufgaben. Das heißt also, die hören den gelernten Inhalt eigentlich jeden Tag passiv, immer wieder nebenbei. Und der Inhalt, wie kommt der auf den NEOS? Gibt es da schon? Genau, da gibt es dann Audio-CDs, die wandelt man um zu MP3-Dateien und schiebt die dann auf den NEOS. Also das ist eigentlich das klassische Lernmaterial aus der Schule. Also
Deutschland zum Beispiel für Grundschulen, Sally heißen die Bücher, für Mittelstufe Go Ahead als Beispiel. Ne? Und dann nimmt man dann die Audiodateien und verwendet die über den NEOS. Ja. Okay, ja. Gut. Vorteil dabei ist, dass die Kinder durch dieses ständige Hören der Sprache sehr viel schneller und sehr viel sauberer im Sprechen sind. Also das heißt, die größte Hürde, quasi diese Scham, etwas auszusprechen, was ich selber nicht richtig verstanden habe, die nehmen wir dadurch. Ne? Und neurowissenschaftlich kann man sagen, ich bin als Mensch nicht in der Lage, etwas zu sprechen, was ich vorher nicht mit mehrerer Wiederholungsrate gehört habe. Ne? Also, das ist ja auch das Problem im Unterricht, genau. Ja? Dass die Kinder ja oft kein Native Speaker hören und wenn überhaupt, dann wird auch viel Deutsch gesprochen und auf Englisch irgendwas erklärt. Ganz genau. Ne? Ja. Und die zweite, also das wäre die erste Möglichkeit, quasi Material einfach aus der Schule zu nehmen und dafür den NEOS einzusetzen. Mhm. Ne? Die zweite Möglichkeit bei, ich sag mal, bei der Hälfte der Schüler, die mit unserem System arbeiten, die nehmen unseren Englischkurs, der dauert in der Regel 3 Monate und bildet zum Beispiel innerhalb von 3 Monaten Lernzeit das komplette Niveau eines Englisch-Abiturienten in Deutschland ab. Ne? Das finde ich die absolut geilste Information heute. Ja, und dann gehen wir her und lassen diese Schüler, da haben wir dann so einen Plan dafür, dass die in 5 bis 6 Monaten, die machen es ganz entspannt. Einmal am Tag 10 Minuten, nicht so wie jetzt ein Erwachsener, der sagt, ich muss es in 3 Monaten durchhaben. Ne, wir sagen, mach ein halbes Jahr in der 5., 6. oder 7. Klasse, je nachdem, wann die mit uns in Berührung kommen. Und danach ist für die das Thema Englisch erledigt, weil die sprechen das Ganze, die verstehen das Ganze. Und wenn dann der Lehrer kommt und irgendwelche Grammatikregeln erklärt und so weiter, dann setzen die das sozusagen auf das Englischniveau auf, das sie bereits beherrschen. Na, weil unser System ist deswegen so schnell, weil wir nichts auswendig lernen, weil wir keine Grammatikregeln geben. Das muss man sich vorstellen, so als Elternteil, als würde das Kind bei einer Familie Austauschschüler absolvieren, also so ein halbes Jahr oder ein Jahr als Austauschschüler absolvieren. Na, da kommt es zurück und spricht fließend. Fertig. Wie sieht es dann aus mit dem Thema Rechtschreibung? Genau, ist auch damit abgebildet, weil du natürlich die ganze Sprache durch Lesen auch lernst. Ne? Mhm. Und wenn du sagst, du möchtest gleich schreiben lernen, dann nimmst du die Lerninhalte aus unserem Sprachtraining und lässt sie dir diktieren und schreibst sie. Also es ist überhaupt kein Problem. Okay. Ja? Also man kann, also die Grundform wäre verstehen, also ohne das funktioniert der Sprachkurs natürlich nicht. Ne? Das ist passives Hören. Also die Kinder haben ein Buch. Genau. Die schlagen dann Unit 1 auf bei dir jetzt, bei deinem Angebot. Genau. Und wie kann ich mir das vorstellen? Haben die dann nur Wörter oder Texte? Oder komplette Dialoge. Okay. Komplette Dialoge, ganz genau. Also immer alles im Zusammenhang. Genau. Nicht so, wie man das in der Schule lernt. Rechte Seite Deutsch, links Englisch und dann das ist ja wirklich so ein... Kein gesundes Lernen. Genau, ist und vor allem fürs Gehirn nicht machbar. Ne? Ja. Du musst es so verstehen, wir gehen nach der Birkenbiel-Methode vor. Ja. Ne? Die ja das Schlimme ist, wenn man die Birkenbiel anschaut, dann sieht man eigentlich, was alles im Argen ist. Genau. Also als ich das angefangen habe zu sehen, dachte ich, um Gottes Willen. Ja, genau. Also das war schon echt... Genau. Ja. Das, sie ist ja meine Mentorin gewesen bis zu ihrem Tod 2011. Ne? Und sie hat es ja auch nicht erfunden, sondern eigentlich der Ursprung, also der erste, der es publiziert hat mit dieser Wort-für-Wort-Übersetzung, war Schliemann. Das ist der Typ, der Troja entdeckt hat, ein Archäologe. Mhm. Der hat 18 Sprachen gesprochen am Schluss. Ne? Und das Interessante ist, diese Methode, etwas Wort-für-Wort zu übersetzen. Also ich gebe einfach mal ein Beispiel. Wenn ich heute Englisch lerne, klassisch, dann steht da How do you do? Ja, und auf der rechten Seite, wie du sagst, steht dann, wie geht's dir? Mhm. So, jetzt muss ich mir das zusammenreimen. Ne? Aber ich verstehe eigentlich gar nicht, was der Engländer wirklich sagt oder der Amerikaner. Mhm. Bei uns steht auch How do you do, aber darunter steht Wort für Wort, wie tust du tun? Mhm. Also das ist einfach eine wörtliche Übersetzung. Das heißt how, ne? Also ich verstehe quasi jedes einzelne Wort. Wenn ich Spanisch lerne, hasta la vista, bis die Sicht. Das heißt, ich gebe immer jedes Wort im Kontext. Mhm. Und damit ich das verstehen kann, habe ich davor die Geschichte einmal in Deutsch. Da steht dann die ganz normale Begrüßung. Na, wie geht's dir? Die unterhalten sich. Dann kommt Englisch mit Wort-für-Wort-Übersetzung. Und damit habe ich sofort den Sinn der Wörter erfasst und ich habe die Grammatik gelernt ohne Regel. Weil ich kann ja nicht erklären, warum ein Spanier zum Beispiel nicht ich sagt, ne, sondern der sagt, soy Josua. So, das heißt, bin Josua. So, warum sagt er nicht, ich bin Josua? Weiß ich nicht. Ich weiß aber auch nicht, warum der Deutsche ich bin sagt. Kann ich auch nicht erklären. Mhm. Und muss ich ja auch nicht, wenn ich einfach die Struktur verstehe. Ja. Und dieses ganze
Hablo, hablas, hablamos, genau. Das sind ja diese ganzen Konjugationen, genau. Ich, du, erst. Genau. Wie lerne ich das dann? Genau, aus dem Text heraus. Ja? Also das heißt, wir haben das eingebaut in den Text. Und dann versteht das Unterbewusstsein, genau. Wir, also heißt ganz, dann hablamos. Genau. Und dann kommst du gar nicht auf die Idee, hablo zu sagen. Genau, und du hinterfragst es auch gar nicht, weil du es einfach wie ein Kind, weißt du, so ein Kind, das die Muttersprache lernt, hinterfragt es auch nicht. Das lernt es nur durch Zuhören. Ja? Ich hatte damals mal einen Spanischlehrer, der war Native, also der war Spanier, hat aber auch Deutsch unterrichtet und Deutsch studiert, der ist mit uns verzweifelt, weil der wollte uns immer die spanische Grammatik anhand der deutschen Grammatik erklären. Und wir standen alle da und dachten, hä? Ja. Wir kennen die deutsche Grammatik gar nicht, was der da anknüpfen wollte. Genau. War überhaupt nicht, weil wir haben es ja wirklich gelernt so aus dem... Wir machen das zum Beispiel, wir gehen noch einen Schritt weiter bei uns in dem Lernmaterial. Also es gibt ja Abweichungen, männlich, weiblich, Mehrzahl und so weiter. Also beim Französischen steht dann plötzlich der Auto. Ne? Und keiner versteht dann als Deutscher, warum jetzt nicht das Auto. Ne? Mhm. Und wir gehen einfach her und tun das in Blau und in Magenta markieren. Also männliche, weibliche Form, grün für Mehrzahl und so weiter. Das heißt, wir geben dir einen Farbcode. Also in dem Moment, wo du Blau siehst, das ist männlich. Und es kann dir ja egal sein, warum das jetzt quasi da männlich ist. Und beim anderen ist es ein Neutrum. Also in dem... In unserem Heft? Arbeitsmaterial, genau. Super. Also alles komplett runter reduziert auf schnelles, extrem schnelles Verstehen und Sprechen. Also wenn jetzt meine Tochter zum Beispiel, 8. Klasse, jetzt dieses Heft von euch bekommt, dieses Buch, macht es dann schon Sinn, das nicht nur einmal durchzulesen? Ist es eine Seite? Ich glaube, dreimal am Tag 10 Minuten soll man lernen. Genau, also die hinteren Lektionen sind dann schon länger. Ne, aber am Anfang ist es tatsächlich erstmal eine halbe Seite, dann eine ganze Seite, ne, und steigert sich dann langsam. Und dann sollte man auch mitschreiben, wenn man gleich diese Rechtschreibthematik mit ins Boot nehmen will. Dann schreibt man den Text ab. Und dann vergleicht man danach, ob man alles richtig geschrieben hat. Ne? Ja, hören die dann in der Zeit was, wo die... das muss ich mir nochmal genau erklären. Genau. Also das Kind sitzt jetzt da mit dem Buch und hat aber auch Kopfhörer. Hat auch Kopfhörer, also eine MP3-Datei oder übers Handy oder so. Ne? Genau. Also die liest es und hört parallel den Text. Genau. Und wenn sie es schreiben üben will, Heft zu. Genau. Und dann als Diktat mitschreiben. Jetzt habe ich es auch verstanden. Genau. Und man hört und liest eigentlich immer die Fremdsprache, also die man lernen möchte. Und darunter quasi Deutsch als Krücke, ne, in dieser Wort-für-Wort-Übersetzung. Mhm. Und das Geniale ist, wenn man zum Beispiel so eine Lektion hat, dann liest man 3-4 Mal immer auf Deutsch mit. Das gibt dann auch eine langsame Version. Und dann merkt man richtig, nach dem 3., 4. Mal, wie man mit dem Auge schon immer hochrutscht in die neue Sprache. Und das Tolle dabei ist, dass du diese Krücke einfach wegwerfen kannst. Also du brauchst die Muttersprache wirklich nur, um die Wörter zu verstehen. Für sonst nichts. Ne? Also wir geben, wie gesagt, keine Regeln, keine Gehirnakrobatik. Mhm. Einfach nur Verstehen des Textes. Ja, jetzt habe ich nur mein Schulenglisch, was mir aber nicht reicht, um vernünftig mal so eine Soap in Originalsprache zu sehen, wo man ja oft sagt, die muss in Original. Da verstehe ich aber nicht alles. Die reden dann zu schnell. Wenn ich jetzt sowas machen würde, gibt es da Erkenntnisse drüber, wie schnell kommt man dann in so eine Native Speaker Serie oder ist es unterstützend dann in der Zeit auch noch parallel die Originalversion anzuschauen? Native Serie anschauen, also in Englisch oder Spanisch, was du auch eben lernst, mit deutschen Untertiteln. Und damit fängst du an, dir das zusammenzureimen. Ja, das ist am Anfang ein bisschen mühselig, weil du mitlesen musst. Aber wenn du den Prozess bei uns mit Neos sowieso durchläufst, mit Lernmaterial, kriegst du eine extreme Offenheit für die Sprache, ne, weil dein Unterbewusstsein darauf reagiert. Okay. Also von daher am besten vielleicht sogar was anschauen, was ich schon kenne. Also keine Ahnung, jemand hat schon 3-mal Game of Thrones geguckt, ja, dann könnte er damit natürlich deutlich schneller ins Englische einsteigen, weil er den Handlungsstrang schon kennt als Beispiel. Ne? Und wenn man jetzt Kinder hat mit Leserechtschreibschwäche zum Beispiel, die immer wieder... Wörter sich nicht einprägen können oder falsch schreiben? Eines meiner Lieblingsthemen. Ach schön, super, da passt es. Genau. Also gibt es tatsächlich nicht diese Schwäche. Das ist ein Fehler in der Art des Unterrichtens. Ah. Genau, und da habe ich ein eigenes Programm dafür entwickelt. Dauert 4 Wochen. Also wenn jemand ein Kind mit Rechtschreibschwäche hat, ich erkläre ganz kurz, wo der Haken hängt. Diese Kinder oder eigentlich alle Kinder werden darauf trainiert, zu lesen und sich dabei zuzuhören. Also die kriegen ein Buch und da steht
das Känguru hüpft, als ja. Beispiel. Und dann lesen die das, das Känguru hüpft. Und dabei hören die sich zu. Das ist auch der Grund, warum die meisten Menschen nicht schneller lesen können, als sie sprechen können. Kann man mal sich einen Spaß machen als Zuschauer, mal ein Buch nehmen, lesen und gucken, ob man sich selber hört beim Lesen. 90-95% werden sich hören beim Lesen. So, und das ist ein Problem, weil Lesen ist eigentlich kein auditiver Prozess, sondern ein visueller Prozess. Ich gebe ein Beispiel dazu. Draußen vom Studio würde jetzt ein Handwerkerauto vorbeifahren, roter VW-Bus mit Beschriftung. Dann könntest du sagen, war ein roter VW-Bus, es war auch irgendwas draufgestanden, aber die Schrift kann ich jetzt nicht wiedergeben, weil wir nicht drauf trainiert sind, Schrift zu fotografieren. Das ist eigentlich total krass. Ja. Wir können das aber. Wenn du jetzt hergehst und sagst, Elefant, bitte einmal rückwärts buchstabieren, was würdest du jetzt machen? Ja, mir das Bild vorstellen. Genau, du siehst jetzt Elefant, ne? Ja. Die Zuschauer sehen das auch. Und jetzt würdest du von hinten anfangen, T und so weiter. Ne? Mhm. Das heißt, du kannst sehr wohl einen Buchstabenfolge als Foto dir vorstellen. Ja. Wir können ein Kind innerhalb von, ich sag mal, 3 bis 4 Wochen umtrainieren von auditivem Lesen auf visuelles Lesen. Oh, okay. Und damit schreibt das Kind das, was es fotografiert hat. Und damit ist es 100% clean. Das macht keine Fehler mehr beim Schreiben, weil es gibt das Foto wieder und nicht den Höreindruck. Und Höreindruck ist bei jedem Dialekt ja anders. Ne? Wenn ich jetzt ein bayerisches Kind habe, das sagt, ich habe jetzt kein bayerisches Wort, aber irgendein Wort und würde das versuchen, auf bayerisch zu schreiben, so wie es das eben hört. Ja? Und das ist die Leserechtschreibschwäche. Das heißt, ich höre etwas und schreibe das hin, was ich gehört habe, anstatt das zu schreiben, was ich fotografiert habe. Und dann, also super interessant, ich kenne das aus meiner Kindheit, ich habe auch dieses Thema gehabt oder ich habe nie verstanden, was ich gelesen habe. Ich habe die Wörter gelesen, einzeln und in der Grundschule. Und habe aber nie den Zusammenhang verstanden. Ich habe eine ganze Buchseite gelesen, aber nur die Wörter hintereinander. Das heißt, du hast den Inhalt nicht verstanden, ja, oder? Ja, genau. Okay. Ich habe die Wörter nie in Zusammenhang bringen können. Okay. Also gehirntechnisch vermute ich mal, dass du eines der ersten Wörter nicht verstanden hast, das du gelesen hast. Ne? Also, früher, als Kind. Genau. Und sobald du ein unverstandenes Wort hast, also das kennt man zum Beispiel, wenn man einen Roman liest und da kommt irgendein Fremdwort, dann liest du weitere 3-4 Seiten und weißt eigentlich nicht, was du gelesen hast, weil dein Bewusstsein hängt an diesem einen unverstandenen Wort. Ne? Okay. Genau, und deswegen haben Kinder häufig das Problem, also die lesen dann irgendwas, keine Ahnung, Feuerwehrhydrant, jetzt wissen die nicht, was ein Hydrant ist, lesen aber weiter. Dann haben die schon die lesen auch, die lesen die ganze Seite, aber die hängen an dem Feuerwehrhydranten und wissen nicht, was das sein soll, können das nicht realisieren und damit ist der komplette Rest erledigt. Mensch, ganz einfach. Warum kann man sowas nicht den Lehrern beibringen? Ja, ja? Ja. Weil das sind ja wirklich ganz einfache Lösungen. Ganz einfach. Und die ja wirklich so wichtig sind dann nachher. Weil das schleppt man ja dann sein Leben lang. Absolut. Nur Fünfer geschrieben, ja. Genau. Also in Deutsch. Das war wirklich eine Katastrophe. Ich habe gestern Abend einen Elternabend gehabt. Wir haben jetzt eine Schule bei meiner Heimatstadt in Coburg, die den NEOS einsetzt bei Dritt- und Viertklässlern zum Englischlernen. Und die Lehrerin dort, die Englischlehrerin, die hat dann den Eltern gestern nochmal erklärt, was sie bewegt hat, den NEOS einzusetzen. Sie unterrichtet seit 17 Jahren und sie sagt, sie hat im Studium nichts von dem gelernt, was ich erzählt habe, als ich den NEOS dort präsentiert habe. Aber sie sagt, es war alles komplett logisch für sie. Zum Beispiel die Wort-für-Wort-Übersetzung. Sie sagt, seit 17 Jahren fragen die Kinder sie, ja, was heißt denn jetzt das einzelne Wort? Und sie hat es aber nie beantwortet, weil es wird für einen Lehrer in der Ausbildung nicht erklärt, dass er einzelne Wörter erklären soll. Aber jedes Kind fragt danach. Ne? Und das sind so Flashes für mich auch. Cool. Wo ich sage, so offene Lehrkräfte ist genial. Ne? Ja. Die verstehen sofort, was wir da machen. Sofort. Hammer. Ja, überleg mal, was das für eine Bereicherung wäre. Absolut. Wenn du 6 Wochen bis zum Abi, oder 3 Monate? Genau. Also ich habe das mal durchgerechnet. Mit meinem System könnten wir einen Schüler, der 10 Jahre zur Schule geht, quasi mit 10 Sprachen entlassen. Und zwar sprachfähig. Ja? Weil der wird mit jeder Sprache auch schneller. Das ist das Geniale. Weil du hast ein holographisches Gehirn, das verknüpft quasi viel, viel schneller mit jeder weiteren Sprache. Mind-opening, weltoffenere, also Weltbürger würden wir erzeugen, ne? Wenn die 10 Sprachen sprechen. Und die Aussprache, dadurch, dass mein Unterbewusstsein das ja hört
Und okay, klar, ich habe es ja dann auch noch in dem, dann werde ich ja auch sicherer und traue mich mehr, die spanischen Wörter dann auszusprechen. Genau. Und da gibt es ja auch immer Eigenschaften in jeder Sprache, die bei den so Sachen übernimmt es der Deutsche dann auch? Genau, übernimmt es auch, weil er es eben richtig hört. Ne? Also durch diese unbewusste Aufnahme. Also dann redest du nicht, sehr ist er klar. Genau. Ganz genau das so ist es. Das ist ja so der Klassiker. Genau. Ja, und wer irgendjemanden kennt als Austauschschüler, also unsere große Tochter, ja, die war in, jetzt weiß ich nicht mehr, in welchem Bundesstaat sie genau war, aber die hat auf jeden Fall, die war 10 Monate dort mit 16, die hat einen breiten Slang, den kriegt die auch nie wieder weg, weil die den halt in der Gastfamilie so gehört und gelernt hat. Ne? Das, die 10 Jahre Schulenglisch davor haben keinerlei Auswirkungen gehabt, aber das dann in der Familie, genau diesen Slang spricht die heute noch. Ne? Und das ist sehr spannend, weil du, wenn du das eben ständig hörst, 10 Monate lang, sprichst du das so. Ende. Ja, echt. Voll cool mit dem Ganzen. Ja. Vor allen Dingen finde ich es sehr schön, dass du in Deutschland jetzt wirklich auch eine Schule gefunden hast oder eine Lehrerin, die sicherlich auch den Mut hatte. Ich weiß ja nicht, was für Steine ihr da in den Weg gelegt worden sind oder ob das alles reibungslos ging. War nicht ganz reibungslos. Ja, davon gehe ich schwer aus. Aber spannend, die Kontakte in Coburg, die sind so gut vernetzt, dass jetzt die Fachhochschule das ganze Projekt wahrscheinlich begleiten wird und verifizieren wird. Also es zieht Kreise. Toll. Ja, das ist auch, glaube ich, die Zeit jetzt. Genau. Gell? Ich habe letztens auch ein ganz tolles Gespräch gehabt mit einer Lehrerin, die sehr offen ist und auch sich diesen ursächlichen Themen stellt. Und sie sagt, sie kann jetzt nicht das ganze Kollegium retten, das wird nicht funktionieren, aber sie merkt, es kommen immer mehr offene Kollegen und sagen, hey, was machst du da? Und also das ist natürlich schon wunderbar. Ja. Falls sich jetzt wirklich Eltern oder auch Schulen an dich wenden wollen, wo kriegen die denn deine Kontaktdaten her? Genau, also eigentlich am besten über neos.tv gehen. Mhm. Ne? Dort sind auch im Impressum die Daten hinterlegt. Dort ist auch die Firmenadresse hinterlegt. Einfach eine E-Mail an meine Firma schreiben und die leiten das dann an mich weiter. Also ich bin jetzt in der Firma nicht mehr so präsent, aber ich kriege das dann weitergeleitet und nehme gerne Kontakt auf. Mhm. Ich habe ja so ein bisschen Hoffnung, dass uns jetzt vielleicht der ein oder andere Lehrer zuschaut. Wie würde das denn ablaufen, jetzt mal kurz für einen Lehrer als Information, wenn du kommen würdest oder wenn die Kinder mal mit dem NEOS arbeiten dürfen? Genau. Also wir haben jetzt bei der Schule so gemacht, dass wir haben eine Gemeinde, ist eine Grundschule, ist natürlich finanzielle Mittel nicht vorhanden. Ne? Also das heißt, da haben wir das so gemacht, wir haben einen Verein, mit dem wir uns eigentlich um die Therapie von behinderten Kindern kümmern. Das ist unser Charity-Objekt, Projekt. Ne? Und über den Verein haben wir der Schule jetzt quasi das Equipment gespendet. Ne? Das können wir jetzt natürlich nicht mit 100 Schulen machen, aber ich sage mal, wenn jetzt vereinzelte Schulen Interesse haben, können wir da gerne drüber sprechen. Ne? Also ich würde da einfach vorschlagen, erstes Telefonat mal zu führen und wenn sich das dann ergibt, kann man da auch gerne mal ein persönliches Treffen oder so arrangieren. Also ich denke auch, dass viele Eltern dazu bereit wären, da sicherlich was zu spenden. Glaube ich auch. Ja, weil das sind ja wirklich, ist ja für die Kinder eine Lebensbereicherung ohne Ende. Ich sehe es ja selber, wie wir aus der Schule rauskommen. Ja. Also da, wenn du dann 3-4 Jahre die Sprache nicht sprichst, dann ist gefühlt alles, du sagst ja immer, es gibt nichts, was gelöscht werden kann, aber du hast es auf jeden Fall nicht mehr abruffähig. Ja, und es war ja davor auch nicht wirklich ausgereift, also es war ja auch keine Native Qualität, so was man halt eben durch dein NEOS dann hat. Also ich bin ganz gespannt, ich werde dir berichten, das nächste Mal, wenn du in der Schweiz bist, hoffe ich, dass mein Kind ihr Abi-Niveau erreicht hat. Vielen Dank fürs Kommen. Sehr gerne. Ja. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe, für Sie war es genauso spannend und lehrreich wie für mich. Ich bin da irgendwie jetzt total motiviert, da nochmal die alten Sprachen auffrischen zu lassen oder erstmal richtig zu lernen, wie auch immer man das sehen möchte. Und auch für die Kinder finde ich es eine ganz tolle Möglichkeit, einfach stressfreier auch durch diese Lernstrapazen zu kommen, wenn man dann sieht, was einen wirklich Vokabellernen für Zeit und Energie und Motivation kostet. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss!